Hallo ihr Lieben und guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Wetter wie bei uns. Heute werde ich mit euch ein marokkanisches Spezialität backen, und zwar Sfenj. Sfenj ist so eine leichte, schwammige Teigring, so wie Donuts, und ist einfach und braucht nicht so viel Zeit. Und dafür brauche ich die folgenden Zutaten. Bis gleich. Unser Zutaten brauche ich 500 Gramm Mehl, 10 Gramm Trockenhefe und Essig, bisschen Salz und ein Esslöffel Zucker, 430 Milliliter Wasser und Öl zum Frittieren. We'll be right back.
mit einem schönen marokkanischen Tee. Und das muss, diese Musik muss, sonst schmeckt das Tee gar nicht. Entweder wird es Fisch gegessen mit Tee oder Kaffee, zum Vesper, zum Frühstück. Unser Tee ist fertig und ich sage für euch schönen Abend noch und bis nächstes Video. Und dann werde ich jetzt gleich unser schönes Fisch entweder wird das mit Puderzucker oder ganz normal. In Marokko wäre das ganz normal. So, jetzt werde ich probieren. Schön knusprig. Und das kann ich auch trotz Frittieren, ist nicht so viel Fett. Da braucht ihr gar keine Angst. Schmeckt sehr gut. Und guten Appetit und schönen Abend noch. Oh, lecker. Und tschüss.